Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Juvenilis Box. Das ist eine Box, die kannst du entweder auf Juvenilis direkt bestellen oder auf Amazon. Ich habe sie von Amazon. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe mir sowohl die Ladybox, heißt das glaube ich, bestellt, als auch die... Hallo, kleiner Mann. Sammy ist auch mal wieder am Start, aber man sieht ihn immer noch nicht. Sammy, wir müssen dir ein Podest bauen. Das wurde schon gefordert. Oh, der sitzt hier gerade ganz artig neben mir. Mausi. Naja, auf jeden Fall. Wo war ich überhaupt? Das ist eine Box, die kannst du bei Amazon für 12,99 Euro bestellen. Ich habe gerade geschaut, die gibt's noch. Also, ne, wenn du die haben möchtest, dann schau schnell bei Amazon vorbei. Genau. Und die kannst du dir auch bei Juvenilis direkt holen. Ich habe die von Amazon geholt. Genau. So, und hier ist sie. Die sieht echt, also ich finde die Box an sich relativ schlicht, eigentlich ganz schön, aber die kommen immer bei mir relativ verdreckt an. Ja, ist jetzt nicht so, ne, umwerfend, sage ich mal. Und genau. Die ist relativ klein. Das ist keine Abo-Box. Das ist so eine einmalige Box, wo alle immer ganz scharf drauf sind und ganz schnell bestellen. Ich habe es auch nochmal auf Instagram online gestellt. Also sei schnell. Die sind immer ruckzuck weg. Ja, der kleine Mann bringt mich mit seinem Getaper manchmal doch etwas aus der Fassung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch gesagt habe, dass du dich zurücklehnen sollst, dir was zu essen und zu trinken holen sollst und die Show genießen sollst. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall einen Kaffee, eine Schiedwettertasse, die ich mal irgendwann im Urlaub gekauft habe, die ich so geil finde. Irgendwann, als wir in der Nordsee waren. Und ja, die ist super. Da passt auch immer ordentlich was rein. Das ist ganz gut, weil ich trinke immer mit Milch und Zucker und immer derbe Milch. Also von daher, Prost. Ich komme gerade von der Arbeit und es ist so, ich guck mal, 17.40 Uhr. Die sind hier irgendwie alle bei uns in der Siedlung am Machen. Obwohl es eigentlich Schiedwetter ist. Ne? Deswegen ja auch die Schiedwettertasse. Keine Ahnung, was die so reitet, bei dem Wetter noch irgendwie was Tolles machen zu wollen. Hm. Naja, auf jeden Fall. Die gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Das ist einmal die Lady-Version und einmal die Young-Version. Die Young-Version wirst du morgen sehen. Die werde ich wahrscheinlich, denke ich mal, werde ich dir dann online stellen. Ja, und das hier ist die Lady-Version. Die hat eine, ja... rote Schleife und halt dieses Seidenpapier, wie das auch bei diesen Beautyboxen so ist. Und Juvenilis hat immer einen ziemlich hohen Wert. Also ich war letztes Mal auch echt erstaunt. Und ich glaube, dass es sich auch hier nur um Naturkosmetikprodukte handelt. Nun denn, achso, wir riechen mal. Es riecht nach Naturkosmetik, gepaart mit ganz normal Kram. Genau, ich halte dir mal jetzt einfach einen Gutscheincode in die Kamera. Dann kannst du, wenn du möchtest, dir den vielleicht mal abschreiben oder so. Da kriegst du dann einen 10% Rabatt. Der gilt einmal pro Kunde. Also ich weiß nicht, ob der dann nur einmal anwendbar ist. Und hier, wenn man das aufklappt, stehen dann auch die Produkte drin. Jung bleiben, jünger aussehen. Genau, weil Juvenilis heißt auch Jugendlichkeit. Wir freuen uns auf eine positive Bewertung. Ja, mal gucken. Mal gucken. Meine Bewertung ist jetzt hier im Video. So, dann greifen wir uns mal das erste Produkt. Das ist von der Marke Alva Naturkosmetik. Eine Rasul Peeling Maske. Rasul Peeling Maske. Combination and Blemish Prone Skin. Mhm. Mischhaut und unreine Haut. Das ist so eine Intensivpflege. Sieht schon mal ganz schön aus, aber wenn das jetzt auch wirklich sensitive Pflege ist, kann ich mir vorstellen, die auch tatsächlich jetzt aktuell zu verwenden. Vorgestern habe ich dir gezeigt, wie ich meine sensible Haut aktuell pflege. Also hauptsächlich wirklich so lassen, wie sie ist und sie in Ruhe lassen. Das ist auch immer wichtig. Und halt anständige Produkte verwenden. Hautklärende Gesichtsmaske für Mischhaut und unreine Haut. Ja, ich habe aktuell wirklich Mischhaut. Also ich habe viele trockene Stellen. Dann habe ich durch das Absetzen der Pille meine Unreinheiten. Also das ist, glaube ich, eine gute Geschichte. Okay, und die Maske soll man dann auf das befeuchtete Gesicht auftragen, einmassieren, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass mir das dann so vom Gesicht rutscht, aber ich werde das mal benutzen und euch das auf Instagram zeigen. Und dann ganz normal abwaschen. Das finde ich interessant. Sowas kann ich mir auch gut vorstellen, das vor dem Duschen zu verwenden. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Ja, freue ich mich drüber. Ich mache die mal auf, weil ich die ja diese Woche dann auch verwenden werde. Und rieche mal dran, weil ich mag das ja nicht, wenn die stinken, die Sachen. Ich meine, wer mag Sachen, die stinken, ne? Gute Aussage, Claudi. Ii. Ja, das sieht schon sehr dickflüssig aus. Ich meine, das muss es sein als Maske, ne? Das hat auch so Peeling-Partikel mit da drin. Als würde da so ein Wurm rauskommen.
Okay, Claudia hat Spaß, ne? Ja, die riecht aber frisch, die riecht gut. Also, ne? Positiv. Ich mach das hier mal ab, weil sonst spackt mir das zu, das ist blöd. Es riecht wirklich sehr, sehr, sehr natürlich und da bin ich wirklich gespannt drauf. Das werde ich heute oder morgen Abend machen. Ich glaube, heute Abend mache ich das mal drauf, ja. Ach so, falls du dich über meinen Zeigefinger wunderst, da habe ich eine Mini-Brandblase. Ich habe keine Ahnung, wie sie da hingekommen ist und wo ich mich gebrannt habe, aber ich habe sie. Toll. So, als nächstes habe ich hier von I plus M. Fair Organic Vegan. Die Marke kenne ich, die Marke mag ich. Die hatte ich jetzt schon als Tagescreme, was mir sehr gut gefallen hat. Die habe ich als Deo-Creme, die ich so blöd in der Anwendung finde, aber sie ist ganz nett zu meiner Haut. Das ist die Hydro Perform, der Hydro Perform, Perform Augenbalsam mit Aloe Vera und Hyaluron. Das ist ja super nice. Ich habe euch ja auch in meinem Video gesagt, wo ich meine Pflege für sensible Haut gezeigt habe, dass ich mega viele Augencremes jetzt quasi erstmal zur Seite räumen musste, weil sie mir zu sehr gebrannt haben. Bei der Etrebelle Augencreme wurde mir jetzt schon mehrfach empfohlen, die als Handcreme oder als Handmaske zu verwenden. Auch das werde ich heute Abend mal probieren. Und jetzt habe ich auch noch eine Augencreme davon. Das finde ich ja super gut. Und ich denke, dass die dann auch alles andere als brennen wird. Jedenfalls ist das so meine Wunschvorstellung. Ja, freue ich mich drüber. Und ja, Dankeschön, liebe Juvenilis-Box. Ja, habe ich selber gekauft. Schön. Danke. Nein, doch, danke. Ach, was ist los? Es war heute ein harter Tag auf Arbeit, Leute. Ich sag euch das. So, dann haben wir hier etwas drin. Ach, du ahnst es nicht. Die Zao Natural Premium Class Boto Mask. Aha. Ein Hyaluronic Wrinkle Filler 3D. Okay, der soll halt mit Feuchtigkeit versorgen, liften und feine Linien glätten. Ich raste aus. Es ist jetzt eine Augen- und eine Lippenmaske. Das scheint nämlich irgendwie ein Sachet hier drin zu sein. Maske und Konzentrat steht hier hinten auch drauf. Ach, du ahnst es nicht. Das weiß ich jetzt echt nicht, ne? Ob das jetzt... Also ich kann mir vorstellen, dass das eine Tuchmaske ist. Also das ist auch nicht an Tieren getestet, No Animal Testing. Die Zao Eco-Friendly. Schlag mich tot. Ja, ne? Auch die wird getestet. Doch, hier hinten sind Bilder drauf. Das sehe ich wohl. Genau, das ist eine ganz normale Tuchmaske, Leute. Ja, cool. Mit Tuchmasken hat man mich, ne? Ja, die Zao Natural, du hast mich glücklich gemacht, das ist ja cool. Wahnsinn. With Eyelids. Ach, das kannst du runterklappen. Das finde ich auch super. Das gefällt mir. Botox als Maske, ne? Die lassen sich auch immer mehr einfallen, das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn in Tüten, das ist in der Tüte. Ey. Lass hier stehen bleiben. Bleib stehen. Oh ja, cool. Von Iverum habe ich... Heißen die überhaupt Iverum? Ich weiß es nicht. Ich nenne das jetzt immer so. Lip Care Stick für trockene und spröde Lippen. Das hatte ich in einer anderen Box schon drin. Das habe ich auch aktuell in Verwendung. Habe ich euch in meinem gestrigen Video auch gezeigt, wo ich meinen Kosmetikschrank euch gezeigt habe. Genau. Das benutze ich aktuell abends als Lippenpflege. Ja. Ist cool. Und ich glaube, das ist auch der... wenn ich das jetzt aufmache... Ach komm, scheiß was drauf. Nee, das ist ein anderer. Der ist jetzt, ich glaube, mit Honig dann drin, ne? Das ist ein anderer. Ja, cool. Habe ich noch einen Lippenpflegestift. Nicht, dass ich schon 10 hätte. Aber jetzt habe ich noch einen. Cool. Und als letztes habe ich von Rosa Graf Perfect Boost Hyaluronic Cream. Super 24 Hours Cream. Eine Supercreme. Was soll diese Supercreme denn so machen? Also die soll eigentlich nur glätten, straffen, mit Feuchtigkeit versorgen und irgendwie alles wundervoll und schön machen. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Das ist jetzt ja nur eine kleine von 15 Milliliter, aber sowas kann man auch immer mal ganz gut als Probe verwenden, weil ich denke, dass das relativ teuer sein wird. Und dann ist es immer schön, wenn man die in einer kleinen Größe hat. Das ist ähnlich wie mit meiner Klinik. Wie heißt die denn jetzt? Moisture Surge, glaube ich. Meine Augencreme, die ich so liebe. Oh, die will ich unbedingt wieder haben. Ich habe mir jetzt von meinen Mädels zum Geburtstag einen Douglas-Gutschein gewünscht. Und davon werde ich mir meine Creme holen. Ich freue mich schon voll, weil ich liebe diese Clinique-Augencreme. Die ist der helle Wahnsinn, aber so teuer. Ja, und das ist jetzt eine normale Tagescreme, beziehungsweise die kannst du tagsüber und abends verwenden. Ja, da bin ich ja echt mal gespannt. Super Sache mit Hyaluron. Hallöchen. Ja, bei den Produkten merkst du einfach, dass es halt eher so für Frauen gemacht ist, also die Jugendlichkeit halt haben möchten. Ne? Also nicht für junge Mädchen, die jetzt noch nicht wirklich Fältchen haben oder so, sondern halt eher für Frauen. Für richtige Frauen. Ja.
Also für mein Alter oder sogar älter. Also ich würde jetzt so sagen, das Zielpublikum richtet sich so an die ab 35-Jährigen, grob. Würde ich jetzt von den Produkten her auch sagen, ne? Ja. Drei von den fünf Marken, die jetzt hier so drin waren, kannte ich noch gar nicht. Also Iverum kannte ich jetzt so aus der letzten Box, die ich hatte. Und I plus M kennt man mittlerweile auch ganz gut. Das ist eine schöne Naturkosmetikmarke aus Berlin. Aber ansonsten, ich fand die Box mega. Ich blende dir auch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Da bin ich wirklich gespannt. Und ich denke, dass der ziemlich hoch sein wird. Also ich denke, 40 Euro? Grob. Kann ich aber nicht so mich festlegen. Und in diesem Video gibt es übrigens auch was zu gewinnen. Ich habe zwar in den Text oben reingeschrieben plus Verlosung, habe es aber nicht am Anfang des Videos gesagt. Ne? Auf jeden Fall verlose ich in diesem Video ein Parfüm und zwar von Calvin Klein Euphoria Blossom. Das ist dieses hier. Ja, es ist jetzt einfach nur die Verpackung. Habe ich schon mal geöffnet, mache ich jetzt nochmal. Ich glaube, um euch das damals in meinem Video mal zu zeigen, weil ich es auch wirklich schön finde. So sieht das aus. Eigentlich wollte ich das ganz gerne mal verschenkt haben zu Weihnachten, aber habe mich dann umentschieden und dann doch was anderes geschenkt. Da hatte ich dann mit meiner Mutter und meiner Stiefmama eine Beautybox geschenkt und das ist jetzt quasi für euch. Das packe ich jetzt hier in die Verlosung. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox, also schau gerne mal vorbei. Ja, das kannst du hier gewinnen. So ihr Lieben, das war jetzt wirklich mal kurz und knapp, würde ich sagen. Mir hat die Box gefallen. Wenn die das nächste Mal kommt, ich werde auch wieder dahinterher geiern und mir die dann auch direkt wiederholen. Man kann sich auch auf der Juvenile-Seite so ein Newsletter-Gedöns bestellen oder man kann auch so ein Alert, so ein Alarm einrichten, dass man quasi darüber informiert wird, wann die nächste Box rausgebracht wird. Bei mir war es jetzt tatsächlich Zufall, weil ich hatte mit einer Lady auf Instagram geschrieben und da kamen wir auf das Thema Juveniles-Box und dann habe ich das mal bei Amazon eingegeben und dann so, oh, jetzt vorbestellen, ab 5. Mai ist die irgendwie lieferbar, bla bla, so, vorbestellt. Directly, bam. Genau, und wenn ich sowas dann finde, dann teile ich das auch wirklich direkt auf Instagram, habe ich auch in dem Moment gemacht. Das heißt, letzte Woche, Freitag war das, glaube ich. Ja, müsste Freitag gewesen sein. Habe ich das auf Instagram in meiner Story geteilt und da habe ich quasi dann darüber informiert, hey, ihr könnt die vorbestellen. Jetzt so. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Das sind ganz schön viele. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!